Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich stehe jetzt gerade vor dem Erlebnishof Grabertmühle in Schwarzkollm. Das ist ein Nachbau der Schwarzen Mühle und erzählt von den Schauplätzen des jungen Zauberlehrlings Grabert. Der Erlebnishof ist von der Bauweise her ein Vierseitenhof mit 6 Gebäuden auf einer 10.000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche. Die Schwarze Mühle mit dem beeindruckenden Mühlenturm versetzt mich jetzt gerade in die Zeit der Grabert-Sage zurück. Und die denkmalgeschützte Scheune mit der typischen Lehmbauweise stammt ursprünglich aus Dubring bei Wittichenau. Wasserkraft setzt das 5 Meter breite Lärchenholzrad mit 48 Schaufeln in Gang. Das historische Mühlenwasserrad gibt dem wichtigsten Gebäude auf dem Erlebnishof einen einzigartigen Charakter. Der Turm mit seinem dicken Gemäuer im unteren Teil beinhaltet die Mühlentechnik. Im Inneren der Mühle findet man originale Filmrequisiten und aufwendige Schnitzereien, und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Grabert, der gute Zaubermeister, vollbrachte mittels seiner Zauberkünste hilfreiche Taten. So nutzte er seine magischen Kräfte, um Ackerland der Bauern fruchtbar zu machen, dringend notwendigen Regen auf die Saat zu bringen. Er legte auch Sümpfe trocken, um von ihnen ausgehende Krankheiten zu verhindern. Grabert trieb aber auch gern Späße mit reichen Viehhändlern auf dem Markt vom Wittichenau. Er verwandelte sich in einen Ochsen und ritt durch die Lüfte. Sein Zauberhandwerk solle in der Schwarzen Mühle oder Teufelsmühle in Schwarzkollm beim dortigen Müller erlernt haben. Weiter geht es mit dem Haus von dem Autor Juri Bresan. Das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaute Wohnhaus stammt ursprünglich aus Dubring bei Wittichenau. Ja, und im Erdgeschoss kann man die Trachtenvielfalt der Sorben und Osterbräuche erleben. Und oben in der ersten Etage, im Obergeschoss sozusagen, können Kinder und Jugendliche Workshops besuchen. Dieser Raum ist dem sorbischen Dichter Juri Bresan gewidmet. Er ist Autor des Kinderbuches Die Schwarze Mühle und der Grabert-Romane. Die Schwarze Mühle gibt es zum Beispiel als DEFA-Verfilmung, und 2008 kam der Kinofilm Grabert in die deutschen Kinos, und er ist die zweite Verfilmung des gleichnamigen Themas nach dem Roman von Ottfried Preußler. In der Geschichte spielt der Schwarze Müller. Und der Schwarze Müller wohnt in Schwarzkollm an der Schwarzen Mühle, jetzt Grabertmühle. Eines Tages kommt Grabert nach Schwarzkollm zum Schwarzen Müller an die Schwarze Mühle und lernt dort das Müllerhandwerk und alles andere auch. Und mit einem anderen auch ist die Kunst der schwarzen Magie gemeint. Und weil Grabert so ein fleißiger Schüler war, der stets etwas mehr und etwas besser lernte als alle anderen Müllerburschen, kann er eines Tages mit dem schwarzen Müller den Mühlenzauber machen. Und die beiden zaubern gut und böse, böse und gut, bis die Kantocker kommt und den Grabert vom schwarzen Müller und der schwarzen Mühle befreit. Und die Kantocker, die kann das nur, weil die Liebe der beiden so süß und so rein ist wie der Schwarzkollmer Grabertmühlenhonig. Der Schwarze Müller war da natürlich nicht so sehr drüber erfreut, und er weinte bitterliche Tränen. Und als diese Tränen trocken waren, erhielten wir das Salz des Schwarzen Müllers. Und ein Versprechen gebe ich Ihnen: wenn Sie das alles verschnabuliert haben, können Sie auch den Müll zaubern. Ich stehe jetzt gerade vor dem Gesindehaus. In Sichtweite der historischen Mühle wurde von frei reisenden Wandergesellen Deutschland der Grundstein für das erste Gebäude, nämlich das Gesindehaus, gelegt. Über 100 Wandergesellen errichteten auf einer sogenannten Sommerbaustelle neben dem Gesindehaus auch den Laubengang. Ich befinde mich jetzt gerade vor dem Laubengang. Ja, es fängt schon ein bisschen an zu regnen. Hier werden allerdings die leckersten Buttermilchplinze serviert,
die ich je gegessen habe. Ich stehe jetzt gerade vor dem Haus des Müllers. Das ist eine Gastwirtschaft. Die hat aber leider am Montag geschlossen. Und ihr seht hinter mir schon eine große Leinwand aufgebaut. Hier werden Filmnächte veranstaltet. Krabbert-Filmnächte. Leider beginnt es jetzt etwas zu regnen, aber ich möchte euch unbedingt noch den Erlebnispfad vorstellen. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück zur Schwarzen Mühle, habe gerade den Erlebnispfad absolviert und es regnet leider, es donnert auch ein bisschen, aber egal. Ja, hat euch das Video gefallen, dann liked es und wenn ihr nie wieder einen Ausflug verpassen wollt, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann mal Tschüss, auf Wiedersehen, danke, dass ihr das angeschaut habt, Tschüss.